make me feel so young. You make me feel though spring has sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. Rudy Horn, Meisterjongleur und Entertainer. Mit 75 Jahren zeigt er, was noch in ihm steckt. Und Sänger war er auch. Der junge Rudy Horn auf dem Einrad vor dem Zirkus Kronebau in München. Mit der Tassenjonglage begeisterte der Haferlbur aus Nürnberg das Publikum und versetzte die Fachwelt in Staunen. Das war 1949. Ich war damals 18 Jahre alt und die ganze Welt war begeistert, dass mir so eine sensationelle Darbietung gelungen ist. Und die ganzen Agenten von überall her, von Amerika und Europa, kamen, um diesen Trick zu sehen, um mich zu engagieren. Die meisten seiner Auslandstourneen hat Rudy Horn mit einer Amateurfilmkamera aufgenommen. Rudy mit Schwester Gerti 1952 über den Dächern von Paris. Im Lido, wo noch wenige Jahre zuvor deutsche Besatzer den Showgirls zugejubelt hatten, eroberte dieser blutjunge Jongleur aus Deutschland die Herzen des Publikums. Das erste Auslandsengagement, Lido Paris, hat einen Weltruf damals gehabt. Die Amerikaner sind alle gekommen und haben gesagt, wenn ich nach Paris komme, muss ich ins Lido. Und ich hatte das Glück, damals eben engagiert. Der Trick da, den Sie sehen, das Breit, das hat noch kein Mensch gemacht, macht heute auch noch keiner. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Ja, das waren 35, 37 Würfe. Zu der Zeit hat es keiner gemacht. Das waren damals die Showgirls. Das war natürlich die Sensation. Komischerweise ist da der Film unscharf. Ja, nein. Das sind die Augen. Wahrscheinlich haben den Amerikanern gedreht. Ja, hier ist der Einradtrick. Und die ganzen Experten haben gesagt, dass dieser Tassentrick auf dem Einrad nicht möglich wäre. Das hat ihnen keiner zugetraut damals. Nein, jeder Experte, der Freddy Zay war ja Einradjongleur, der hat gesagt, der Trick, der geht nicht. Und da haben wir dann, wie ich das Rad bekommen habe, habe ich alleine 8 Wochen gebraucht, um überhaupt einmal festzustellen, ob der Trick geht. Und zwar hat mein Vater die Untertasse auf den Fuß gelegt und ich da, wie man es jetzt gerade sieht, und ich habe versucht, die am Kopf zu schmeißen. Und wie gesagt, 8 Wochen hat es gedauert, bis die einmal oben gelandet ist. Und dann blieb sie liegen und habe gesagt, wenn es einmal geht, dann muss es immer gehen. Und ja, und dadurch habe ich natürlich dann weitergemacht. Da haben wir oft so viel probiert, dass man zwischen die Beine, wo jemand am Sattel sitzt, war alles offen, hat geblutet. Aber da muss man einfach durch. Ne? Frühzeitig förderte Vater Horn das Talent seines Filius, wenn es sein musste, mit ein paar Watschen. Noch keine 7 Jahre alt und der Bub jonglierte schon mit 3 Äpfeln. Und mit 11 Jahren habe ich bereits 5 Tassen gemacht. Und habe mich dann später gesteigert bis 10 Tassen und Untertassen vom Boden aus hochschmeißen und mit Löffel und Zucker. Die Familie Horn lebt heute in Berchtesgaden. Ehefrau Helga, sie assistierte ihrem Mann auf der Bühne. Die Söhne Thomas und Michael, keiner von ihnen ist in Vaters Fußstapfen getreten. Rudy Horn aber ist im Herzen Artist geblieben. Erinnerungen an die ersten Gagenverhandlungen mit dem englischen Agenten Lou Grade. Da hat er gesagt, ja, was stellen Sie sich vor, wie viel möchten Sie? Da hat mein Vater gesagt, 200 Pfund die Woche. Da hat er gesagt, wie viel? 200 Pfund die Woche, das sind ja 2500 Mark. Da hat er gesagt, ja, das ist ja mein Sohn wert, gibt ja keinen besseren im Moment. Da hat er gesagt, na, das kriegen Sie hin. Dann habe ich zu meinem Vater gesagt, okay, dann gehen wir. Und wie das gehört hat, dass wir wirklich gehen wollten, dann hat er das Fenster aufgemacht, hat seine riesen Churchill's Garden rausgeschmissen und hat gesagt, okay, I pay you. Und so kam ich dann ins Palladium. Und das war natürlich ja, das Mekka der Theater. Das war so wie die Mailänder Scala. Wer im Palladium war, den stand die Welt offen.
Und dann kam mir noch die Ehre zuteil, dass ich für die Königin von England arbeiten durfte. Und wie sie sagen, sogar in kurzen Hosen. Don't break my charm too much. Hier ist die ganze Familie auf der Fahrt nach Amerika. Da ich Angst hatte vor dem Fliegen, sind wir mit dem Schiff gefahren. The best juggler I have ever seen. Der größte Jongleur aller Zeiten, titelte die Presse. Anfang der 50er Jahre machte sich die Familie Horn auf, die Metropolen des amerikanischen Showgeschäftes zu erobern, Las Vegas und Hollywood. Vater Rupert, der Impresario, erhielt das Geld zusammen. Schwester Gertie, sie assistierte ihrem Bruder. Die Horns gehörten damals zu den am besten verdienenden Artistenfamilien Deutschlands. Ja, Las Vegas war natürlich toll, es war natürlich ganz anders wie in der heutigen Zeit. Da war, wo wir gewohnt haben, das Sahara, das war eines der Hotels am Außenrand von Las Vegas. Und wir haben vis-à-vis gewohnt und hinten war alles noch Wüste. Ich kann mich erinnern, da war hinten ein Pferdeverleih und konnte ich durch die Gegend reiten. Also es war ganz toll. Und ich war ja eigentlich der Ernährer der Familie, da ich ja alleine gearbeitet habe. Und soweit ich mich erinnere, haben wir in Las Vegas $2000 die Woche bekommen. Und ich habe ein Taschengeld gekriegt von $15. Und ich habe auch sehr viele Persönlichkeiten kennengelernt. Mit der Marlene Dietrich war ich auch im Sahara. Und da ging eines Abends ging ich über die Bühne und da stand da die Marlene mit dem Mann mit dem Hut auf. Und er sagt, hey Rudy, I saw your show, was a great show. So, yeah, I know you. Er sagte, I'm Frank Sinatra. Also bin ich fast gestorben. Ich habe mir da nichts mehr sagen drauf, weil ich war halt damals noch etwas schüchtern. Ich habe in ihrer Biografie gelesen, dass, wo ich mit ihr engagiert war, das war ihr erster Auftritt als Sängerin. Darum war ja der Frank Sinatra da und hat sie ein bisschen beraten. Und da hat sie damals noch gesungen, go see what the boys in the back room will have and tell them I'm having the same. Go see what the boys in the back room will have and tell them I sigh and tell them I die and tell them I die just the same. Und da sind Sie dann auch aufgetreten? Da bin ich aufgetreten, ja. Dunes Hotel Las Vegas, 1963. Rudy Horn befindet sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Das Publikum liegt ihm zu Füßen. Am Ende seiner Laufbahn hat er alles erreicht, was ein Jongleur nur erreichen kann. 1973 Rastelli-Preis. Rudy Horn ist der erste und einzige deutsche Artist, der mit dieser höchsten aller Auszeichnungen für Jongleure geehrt wurde. 1981 Verleihung des Bundesverdienstkreuzes und schließlich 2000 Aufnahme in die Hall of Fame durch den Weltverband der Jongleure. Ja. Hier ist mein Kritikenschrank und auch ein Album einiger meiner Freundinnen. Oh, hier zum Beispiel, es war in San Francisco in der Automobilshow mit Bud Abbott und Lou Costello. Das war Miss San Francisco, eine tolle aussehende Frau. Das war in Reno, Nevada, eine Sängerin. Ihr Vater war sehr reich und ich hatte damals natürlich wie immer wenig Taschengeld. Und dann sagte sie, gehen wir zusammen essen, sage ich gerne, und dann, um Gottes Willen, in dem Hotel, das kostet ja Vermögen. Dann kam die Rechnung, dann wollte ich bezahlen, hat sie gesagt, nein, ich unterschreib's. Also ja, wieso? Sagt sie, ja, das Hotel gehört meinem Vater. Dann habe ich wieder Glück gehabt. Das ist eine Bekannte von England, Roseanne. Und da war ich auch nah dran, sie zu heiraten. Aber wir hatten immer klare Vereinbarung. Wenn die Saison vorbei war, war erst einmal Ruhe. Und dann hat man weitergesehen. Und vielleicht waren die Damen auch bloß so scharf, weil ich so kurze Hosen getragen habe zu meiner Zeit. Und hier kommen wir zu den Wurzeln meiner Familie. Hier sehen Sie Mutter und Vater mit ihrer Trapeznummer, zwei Robertus links, Großvater mit meiner Mutter obendrauf, Stirnbärsch.
Die drei Schäfers unten war meine Mutter und meine Großmutter, die die Bärs praktisch balanciert haben. Ich bin überzeugt, ich habe von denen das Talent geerbt. Einen Walzer für dich und für mich hat mein Herz sich bestellt. Mutter Christine feiert in Nürnberg den 95. Geburtstag. Ich habe jongliert, um zu leben und nicht gelebt, um zu jonglieren. Dieses Motto hat mir meine Mutter beigebracht, sagt Rudi. Dafür bin ich ihr ewig dankbar. Wenn beim Geigenklang. Einer der größten Jongleure aller Zeiten kehrt für uns noch einmal dorthin zurück, wo 1949 seine Karriere begann, in die Manege des Zirkus Krone in München. Ihr Auftritt, Herr Horn. Geht's dir gut? Ja, nicht schlecht. Was hast du da? Ja, das ist was für dich hier. Oh. Ja. Soll ich das noch mal probieren? Ja, bitte. Versuch es noch Schauen einmal. Schauen wir mal, vielleicht geht noch ein bisschen was. Der Mond fängt schon an, sich zu drehen. So wie du, so wie ich. Even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today. 'Cause you make me feel so young. You make me feel so young. You make me feel so young. You make me feel so young.